Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu diesem ersten kleinen Special-Video zu Call of Duty Black Ops. Und zwar ist das der Zombie-Mode, Kino der Toten heißt die Map. Ich weiß, ist schon etwas ausgelutscht, weil das so ziemlich jeder schon mal gebracht hat, so eine Runde auf Kino der Toten überleben. Und ja, wer sich wundert, warum das teilweise so langsam mit der Maus geht, es liegt gar nicht mal an den Lags, die teilweise auftauchen werden, wahrscheinlich, bin mir nicht sicher. Aber ich habe die Mausempfindlichkeit ziemlich niedrig gehalten, weil sonst würde ich hier überhaupt nichts treffen. Und eigentlich funktioniert es ganz gut. Bisher bin ich gut zufrieden. Ich habe gerade eine kleine Runde eingezockt. Nicht sehr viel, nur zwei Runden. Sehr viel gebracht hat es nicht, wie man, glaube ich, schon gemerkt hat. Und ich werde nicht so sehr auf Punkte spielen, weil ich glaube, dann verkacke ich sowieso. Ich werde einfach nur wirklich überleben. Und ja. Was mich zu diesem Special getrieben hat, war einfach, dass ich die ganze Zeit nur noch Flife und ja ab und zu mal Brickforce und Shakes and Fidget hochgeladen habe und wirklich ein Let's Play Neues wollte ich nicht starten. Dragon Nest bin ich bisher noch nicht zum Aufnehmen gekommen und allgemein Call of Duty, also MW2 oder Black Ops aufnehmen, hatte ich weder Lust noch Zeit wirklich dazu, weil ich nicht wirklich der Überflieger bin, wie ihr sicher wisst. Und ja, da hatte ich einfach keine Lust zu und deswegen kommt jetzt mal wenigstens ein Zombie-Mode-Special. Ist so eine Art kleines 600-Abonnenten-Special, weil die habe ich heute, glaube ich, geknackt. 598 waren es heute Mittag, als ich das letzte Mal geschaut habe. Und ja, ist doch schon eine ganz nette Zahl. Also dafür, dass ich so gut wie nichts an neuen Projekten und so mache, finde ich, habe ich schon fast zu viele Abonnenten. Heißt jetzt nicht, dass ihr mich deabonnieren sollt, aber oh. Also das Messern kriege ich noch gar nicht klar, weil immer wenn er messert, dann schwingt er so komisch die Kamera. Also nicht immer, aber oft. Zu oft. Oh, gut, sowas kann auch mal schief gehen. Hab mir gleich das Selbst-Wiederbelebenszeug geholt, weil sonst ist das Video nach 8 Minuten aus und das wäre ja nicht so toll. Allzu lang soll es auch gar nicht werden, also ja, mehr als 40 Minuten hoffe ich mal nicht, dass ich, also schaffe ich höchstwahrscheinlich auch nicht. Auf der PS3 habe ich es eigentlich ziemlich drauf, aber hier ich. Das mit den Messern, da komme ich gar nicht klar irgendwie. Die treffen mich eigentlich immer. Also, da bin ich echt schlecht. Ja, da sieht man es wieder. Ich, also, okay, das war jetzt echt ein Fail. Ja, gut, wie viele Runden waren das? Zwei Runden und ich bin schon einmal gestorben. Ich weiß, ich bin der Überflieger. Ich weiß nicht, kann ich es mir jetzt nochmal kaufen? Ich glaube nicht, oder? Jetzt geht es weg. Wenn ich mich recht erinnere, sollte das jetzt eigentlich verschwinden. Oh ne, doch nicht. Ich kann es mir nochmal holen. Also einmal sterben ist noch drin. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass ich dieses einmal sterben noch brauchen werde, aber wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich benutze jetzt mal meine Granaten, die man mit Q wirft, wenn ich mich recht erinnere. Oh nein, man wirft sie nicht mit Q. Oh mein Gott, ich habe vergessen, wie man Granaten wirft. Dann war es G. Genau, G. Q hat mir doch auch irgendwas geworfen. Ich glaube, Blendgranaten, kann das sein? Oh. Kommen hier die fetten Beleidigungen, die es auch fast nur in Call of Duty gibt. Ich warte noch. Jetzt gehe ich schon mal ein Stück weiter. Die neue Waffe werde ich mir noch gar nicht kaufen können, aber... Ups. Okay. Ich sag jetzt einfach mal nichts und ja. Ja. Peinlich. Wie gesagt, peinlich. Okay, wieso stirbt er nicht mit einmal Messern? Ich glaube, ich kaufe mir jetzt mal die Waffe hier. Hey, kauf die. Okay. Ich würde mal sagen, das war ein sehr kurzes Special und um euch jetzt nicht ja, mit dieser Blamage schon wieder gehen zu lassen, mache ich einfach mal das hier. Level neu starten. Und probiere mein Glück einfach nochmal. Ja, Fehler passieren den Besten, wie man so schön sagt. Und ja, ich hoffe mal, diesmal schaffe ich die 10 Runden. Also, so schlecht war ich vorhin nicht. Ich weiß jetzt echt nicht. Also, das Messern, wie gesagt, habe ich überhaupt nicht drauf. Und ich glaube, ich hole mir jetzt die M14. Weil, ja, Messern wird mir nicht sehr viel bringen. Ey, Alter, was hast du für einen langen Arm? Kumpel.
Wenigstens sind die in der ersten Runde noch mit Einmal-Messern tot. Und ja, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, ich habe. Ja, ich habe, wenn ich Rechtsklick mache, also wenn ich ziele, habe ich Zielen halten gemacht. Das ist bei Zombie nicht so schlecht, weil später, wenn man dann noch so eine fette Meute drauf ballert, ist das schon nicht schlecht, weil man nicht die ganze Zeit Rechtsklick klicken muss. Die Bros wissen das sowieso nicht, die haben das wahrscheinlich schon festgeklemmt oder so. Was weiß ich, was die machen. Aber ich auf jeden Fall brauche das noch. Jetzt dürfte eigentlich nur noch einer leben. Sieben, nee, sechs sind's in der ersten Runde. So, ich hole mir jetzt schon mal zur Sicherheit die M14, falls hier was schief gehen sollte. Oder die Olympia, aber ich glaube, die Olympia, die braucht so lang zum Nachladen. Und wenn man da zweimal daneben schießt, okay, das wäre sehr unwahrscheinlich, weil es eine Shotgun ist. Aber. Na gut. Benutzen werde ich es jetzt erstmal noch nicht. Ich schieße noch ein bisschen mit der Pistole rum. Der M1911 heißt sie, glaube ich. Okay. Messern, ich kann es nur immer wieder sagen, ich hasse es. Oh yeah, ich mit meinem Super Aim, also ich musste echt ruhig stehen bleiben, weil sonst verkacke ich das noch. Später muss ich mir eine andere Möglichkeit suchen, wie ich das handle. Jetzt gehe ich erstmal da hoch, weil wenn sie von unten kommen, kann ich wenigstens zur Tür rennen. Okay, gut. Er ist noch sehr schnell tot, also. Eng wird hier noch nichts, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Denn sonst passiert das gleiche wie gerade eben und das wollen wir alle nicht. Ich will ja nicht, dass ihr hier mir hier 2 Stunden zuschaut, bis ich mal die 5 Runden geschafft habe. Wäre ja doch etwas peinlich. Und Left 4 Dead 2 habe ich mir auch geholt übrigens und Killing Floor auch. Ich habe mir in letzter Zeit einige Spiele geholt, die fast alle noch nicht angezockt. Also Killing Floor noch gar nicht, Left 4 Dead schon ein bisschen den Online-Mode. Wollte ich eigentlich in Let's Play Together starten, aber das wurde jetzt verschoben. Und ja, weiß ich nicht, ob wir das machen und wenn, dann wann wir es machen. Aber eventuell kommt das noch, aber da steht noch gar nichts fest. Also das ist echt nur eine Andeutung, also noch kein Versprechen. Oh, Instant Kill. Ich habe übrigens die deutsche Version, deswegen nicht wundern, dass der das nicht sagt. Oh, wow, komm, komm. Alter, wie viel kommen denn? Runde 3, das ist schon ein bisschen viel. Habe ich den nicht gerade gemessert? War ich mir ziemlich sicher, dass ich das habe. Und den habe ich doch eigentlich abgeschossen. Wieso sterben die nicht? Zack. Wow. Ich habe mal wieder einen Messerkill gemacht. Jetzt dürfte oben und unten ganz offen sein. Deswegen schaue ich mal, dass ich möglichst schnell weiterkomme. Sonst schließen die mich hier noch unten noch ein. Das wäre ja nicht so vorteilhaft. Ich dachte schon, für einen kurzen Moment Hunde kommen, aber kommt noch nicht. Zum Glück. Okay. Ah! Mein Aim ist echt nicht so gut. Glück ist das hier Zombie-Mode und nicht online, weil sonst würde ich mega total verkacken. Ich pack wieder die Granaten aus. Was war's? G, genau, G. Ich drücke immer Q aus irgendeinem Grund. Q war auch irgendwas, das bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Aber auch nur fast. So, wie gesagt, die Mausempfindlichkeit ist ziemlich niedrig, deswegen dreht er sich so verdammt langsam um. Wow, verdammt nochmal, wo kam der her? Ach so, der ist da runtergesprungen, genau. Gab es ja auch noch ein Ding. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal weiter. Jetzt dürften die alle hinter mir sein. Gut, die Granate wird jetzt noch gar nichts machen. So weit sollten sie noch nicht vorgedrungen sein. Oh doch. Ist wahrscheinlich ja noch einer, der vor runtergesprungen ist. Und hier unten sollten jetzt eigentlich gar keiner mehr kommen. Wow. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh. Nein! Oh, gut geklappt. Na also. So geht das Ganze doch schon wesentlich besser. Was haben die da fallen gelassen? Ich sehe es nicht. Wow! Alter. Kumpel, du hast zu viel Bier getrunken. Verdammt. Na, was ist das da oben? Nein, es ist weg. Verdammt. Ich war zu langsam. Oder? Ja, doch. Es lag da schon.
Okay, müsste jetzt irgendwo noch einer rumlaufen. Oh, noch zwei. Die ganz langsamen Hinkebein und Hinkebein Junior. So, jetzt sollten Hunde kommen. Die kommen in Runde 4, 5 oder 6. Oder ich glaube, 4 kommen sie noch gar nicht. 5 oder 6 kommen sie. Aber jetzt sollten sie eigentlich schon kommen. Ja, sie kommen. Kommt immer so eine schwule Musik, an denen man sie erkennen kann. Also man kann entweder die Grashüpfer- und Rumrenntaktik machen. Taktik feiges Eichhörnchen nenne ich die auch gerne. Oder man haut sich hier in die Ecke und macht einen auf Maulwurf. Das funktioniert bei Multiplayer nicht so gut, weil wenn sich da alle vier in die Ecke hocken und dann einer stirbt, dann können die nicht mehr schießen, weil der da davor liegt. Und dann verrecken meistens alle vier, deswegen sollte sich jeder eine eigene Ecke suchen. Aber das ist ja hier nicht der Fall bei Einzelspieler. Aber wenn mir jetzt die Munition ausgeht, bin ich dran. Es sollte geklappt haben. Es kommen, glaube ich, 6 oder 7. Also, je mehr Leuten man spielt, desto mehr Hunde kommen auch. Nachladen. Voll unlogisch, dass die Munition voller Blut ist. Und dass sie in der Luft schwebt, ist auch nicht gerade logisch, aber naja, gut. Wir wollen jetzt nicht über die Logik von Zombie-Shootern sprechen, wollte ich eigentlich sagen. Und ja, ich habe jetzt schon Schiss, ich glaube, ich verkack's gleich. Also echt, ich bin nicht gerade zuversichtlich. Weil ich in Zombie-Mode war ich eigentlich immer ganz gut, aber alleine spiele ich nicht so gern, weil da lastet die ganze Verantwortung auf den eigenen Schultern. Wow, so wollte ich gar nicht zielen, falls da oben welche kommen. Zack, da kommt doch schon der erste. Zack, so, ich glaube, jetzt habe ich zu viel Zeit verplant, weil jetzt kommen die hier unten auch schon. Lass mich in Ruhe! Verdammt, verdammt, verdammt! Ich muss echt gleich weitergehen, sonst... Alter! Also mein Aim... Sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das ziemlich schlecht ist. Boah, welche ich hasse, sind die die Renner, die hasse ich am allermeisten. Wieso sind denn das schon so viele? Warum da immer so viele bei Einzelspieler? Zu viert hat man da immer ein bisschen zu wenige. Bis Runde 8 ungefähr. Ich habe es hier einmal schon online gezockt, bis Runde 16 oder so. Das war gleich am ersten Tag. Da habe ich mich selbst gewundert, wie, ja, in Anführungszeichen, gut ich bin. Es ist ein Hammer. Okay, gut. Bringt mir nicht wirklich was. Hätte ich raufstehen können, um den zu holen. Ja, nein! Ja, genau. Schlag durch die Tür durch. Schlag durch die Eisentür durch. Wir haben ja sonst schon alle Regeln der Logik gebrochen. Okay, das war jetzt nicht so klug. Wie viele Schüsse braucht denn der? Ich probiere mal auf den Kopf zu ziehen. Oh, da liegt die Kiste. Mann, habe ich ein Glück. Wenn jetzt die Raygun kommt, bin ich ja beim Arsch, weil mit der kann ich nicht schießen. Ach komm, da kommt die Python. Das ist doch ein Witz. Na, da sind die wenigstens One-Shot. Eigentlich lädt die auch sehr... Oh, das war's schon. Ja, dann kann ich gleich mal hierbleiben, muss ich den Strom nicht anmachen. Hat den kleinen Nachteil, dass ich mir kein... Ach komm, ich hasse die Waffe. Zumindest auf PC, weil ich mich damit immer selbst kill. Python, komm schon. Galil, Galil. Ja. Ah, Spaß, 12, die ist auch gut. Okay, sollte ich vielleicht... Hallo? Ich dachte, die macht auch One-Shot, aber gut, Runde 7. Sind sie vielleicht nicht mehr ganz so schwach? Okay, hier kann ich nicht lange bleiben. Oh, mein Aim mit der ist ja echt noch schlechter als mit der... Oh, erwischt. Oh, gerade leckt es ein bisschen. Nein, ein ungünstiger Moment, ein ungünstiger Moment. Ich glaube, ich mache trotzdem den Strom an. Nicht den Strom an, sondern den Strom an. Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das werde ich kaum sehen. Mist, das ist jetzt richtig blöd. Ich heiße übrigens in Steam Spielestyler, wer das bisher noch nicht gesehen hat. Sollte aber eigentlich schon so sein. Okay, ich glaube, ich mache ein kürzeres Special daraus. Ah, ich muss einfach die Raygun nehmen, sonst schaffe ich das nicht. Boah, der ist das Aim hier noch schwieriger, weil die so, das zieht so schnell, wenn die so leicht ist.
Zumindest glaube ich, dass sie so leicht ist. Ich bin nicht so ein Mega-Nerd, dass ich schon die Waffen durch den Bildschirm fühle. Noch nicht. Das kommt schon noch. Eigentlich müssten jetzt auch mal die Gollums kommen. Wie sie wirklich heißen, habe ich keine Ahnung. Kriecher oder... Kriecher heißen sie, glaube ich. Ja, können schon sein, Kriecher. Warte, da liegt irgendwas Maximale. Doch, dürfte Max Ammo sein. Ne, ist eine Atombombe. Ah, auch nicht schlecht. Kann ich mit Juggernaut... Ah, nein, es reicht nicht. Nein! Verdammt. Gut, das ist jetzt ungünstig. Die Runde ist aus und ich habe keinen Juggernaut. Blöd. Einfach nur blöd. Ah, ich kann den Teleporter mal aktivieren, da habe ich wenigstens eine Fluchtmöglichkeit. Zwar keine besonders nette und gute, aber wenigstens überhaupt eine. Ja, Taktik feiges Eichhörnchen habe ich vor... Oh, 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 oh. Wieder. Ups. Wiederbeleben. Taktik feiges Eichhörnchen, wo ich das übrigens habe. Also da gibt es verschiedene Variationen. Haben mehrere Leute schon erfunden. Aber das ist mir mal... Oh, 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 oh. Gut, dass die Kriecher keinen gescheiten Schaden machen. Also die machen 0,33% sozusagen. Und die anderen machen halt einen Schaden. Oh, wow, 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 wow. Ich hätte keiner nach deiner Meinung gefragt, Kumpel. Ja, dann Trent geglaubt, der ist in Mathe besser als ich. Aber da hat er sich geschnitten. Okay. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich renne jetzt einfach mal bis zur Halle durch. Könnte auch ein Fehler sein, wenn die mir entgegenkommen. Dann bin ich nämlich tot. Ganz langsam und vorsichtig. Wenn die Mausempfindlichkeit... wenn die Mausempfindlichkeit so hoch ist, dann schwankt der auch so schnell. Da habe ich auch immer... Kriegt man mit die Paranoia, wenn man das so macht. Wenn man da hin und her schwankt und dann... bewegt er sich auch noch so schnell. Und wenn man die Kriecher abschießt, kommt normalerweise Nova Gas, das man aus dem Online-Mode kennt. Anders kann man nicht sagen, was es ist. Nein! Ich habe mich beinahe erwischt, der freundliche Mann in dem netten Anzug mit der schönen roten Binde. Eine Umschreibung für ein Wort mit 4 Buchstaben. Ja, da liegt irgendwo was. Nicht doch irgendwo was. Oh, Max Ammo. Maximale Munition. Ich bin so gut in Englisch. Nein! Gut, ich habe mich wieder hinreißen lassen. Wo rennen die da eigentlich immer hinten? Ich verreck. Oh, da liegt ein Hammer. Gut, auch nicht schlecht. Verdammt. Nein, das verbraucht ja auch die richtige Munition von der Waffe. Oh, nee, doch nicht. Ich dachte mir schon, 20 Schuss wäre ein bisschen wenig. Da ich gerade Max Ammo hatte. Boah. Danke so. Also Runde 10 wollte ich schon... Na gut, es ist Runde 8, okay. Also zwei Runden könnte ich schon noch hinkriegen. Ah ne, ich kann mich nicht mehr wiederbeleben. Und ich habe keinen Juggernaut. Das hole ich mir jetzt schnell. Na gut, dann gehe ich einfach zur Kiste, würde ich mal sagen. Oh, habe ich auch kein Geld mehr, verdammt. Meine ganzen Pläne werden durchkreuzt. Ich glaube, ich gehe... Oh, oh, Runde. Geil, dann schaffe ich Runde 10. Auch nicht schlecht. Fett daneben geschossen. Da sind die mit einem Schuss tot. Momentan noch. Hey! Warum stirbt der nicht? Man muss immer auf den Boden schießen, weil sonst trifft man den nicht gescheit. Also wenn man dann nur ein bisschen daneben schießt, dann sterben sie schon nicht mehr. Ja. Oh, das war's schon. Das waren ja weniger als in der ersten Runde. Ja. Komisch. Jetzt könnte ich noch schauen, ob das Wiederbelebungszeug weg ist, aber es ist sicher weg. Gut, dann kann ich nochmal zur Kiste und dann ab in den Teleporter zur Rettung der Menschheit. Oder zur Rettung von mir. Lustig. Raygun und Donnerkanone. Und dann bei so einem Noob wie mir. Echte Verschwendung, Jungs. Hättet ihr auch einen besseren Spieler geben können? Oh Mann, das Special ist wirklich kurz, aber na gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sehr weit komme. Um ehrlich zu sein, ich wundere mich sogar, dass ich so weit gekommen bin. Ich dachte schon, ich schiebe hier voll die Angst und Panik, aber ich habe es da mal lieber hinten weggelassen. Aber das ist, die Katze ist aus dem Sack, ich bin schlecht. Wow. Wichser. Ey, 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 ey.
Die wollen alle meinen Schatz haben. Sowas kann auch mal schief gehen. So, mit 250 Punkten ab ich mir jetzt meine Kanone. Huhuhuhu. Pack a punch. Oh, das ist auch nicht schlecht. Kann ich die halbe Runde von hier unten beenden. Zack, zack, zack. Zack. Gut, vielleicht bräuchte man Aim, um da wirklich was zu erreichen. Ah, meine Granaten kann ich noch runterpfeffern. Verdammt, das kommt jetzt gleich ein bisschen spät. Oh nein, da liegt eine Bombe. Zack. Und, oh, kein Zwischenraum, verdammt. Hätte schon noch ein Insta-Kill oder so sein können. Die hole ich mir. Die Bombe ist wahrscheinlich schon zu spät. Die ist wahrscheinlich eh schon weg. Naja, was will man machen? Ein wirkliches Thema habe ich mir jetzt gar nicht zurechtgelegt, weil ich dachte, so schlecht wie ich bin, reicht es schon zur Unterhaltung von euch. Ja, es wird jetzt nicht zur Gewohnheit werden, also ich werde jetzt nicht alle paar Wochen ein Black Ops Video hochladen. Na gut, wahrscheinlich schon, aber immer mal wieder so als kleines Special, und es wird dann irgendwann, glaube ich, in den Normalzustand wechseln, dass es dann öfter kommt. Hoffe ich mal. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, aber nach den Ferien kommt wieder die Schulaufgabenzeit und da werde ich wahrscheinlich nicht so sehr viel aufnehmen können, nur halt die normalen Let's Plays, besondere Projekte werden dann etwas zurückstehen, also das wird dann außer nächste Woche vielleicht am Wochenende, wird das hier erstmal das letzte sein, was ich mache an Specials bzw. an Call of Duty allgemein. Nächste Woche, wie gesagt, dann eventuell nochmal, wenn ich etwas besser bin. Alter, jetzt trefft den doch mal. Der hat doch irgendwas gefressen, das ist doch nicht normal. Nein, die Lags kommen immer im schlimmsten Moment. Jetzt geht's wieder und jetzt sterbe ich gleich. Ich brauche einen Fluchtweg, verdammt. Okay, gut, das ist nicht gerade munitionssparend, wie ich hier spiele. Nein! Das Blöde ist, dass man den Scheißviechern so hängen bleibt. Oh, Jump! Oh, es hat geklappt. Mist, jetzt muss ich noch an den beiden Spastis vorbei. Und dann kann ich meine Donnerkanone benutzen. Gut, lohnt sich noch nicht wirklich. Oh, was zum Teufel? Cheater. Cheater an die Wand. Also das war jetzt echt nicht cool. Wieso sind die nicht weggeflogen? Getroffen? Ich müsste eigentlich schon getroffen haben. Ich hab voll auf die drauf gezielt. Naja. Ich glaube, ich hole mir jetzt Esis Tritt, damit ich noch eine dritte Waffe haben kann, weil Raygun ist gleich leer und mit der Donnerkanone kann man jetzt auch nicht so rumschießen. Ich lade mal nach. Dürften jetzt eh nur noch ein paar Kriecher leben, sonst gar nichts. Ach so, man kann jetzt nachladen, wenn die leer ist, genau. Ach halt, Moment mal. Hier ist doch Esis Tritt, ich wusste es. Ah, der kostet 4000. Ach du Scheiße, ich dachte, der kostet 3000, als Sweet Cola, wo 3000 kostet, glaube ich. Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt genau 4000, jetzt kann ich mir die MP40 nicht mehr kaufen. Ja, das sind schon so kleine Sachen. Also wenn ich jetzt Glück habe, kann ich den Teleporter wieder aktivieren, dann gehe ich wieder hoch, beende die Runde so, habe genug Geld für die MP40. Okay, gut, so sieht der Plan aus. Gut, ich kann ihn aktivieren. Frage ist nur, ob ich es auch schaffe. Lauf, Schlampe, lauf! Ich meinte übrigens mich, beziehungsweise den Typen, den ich spiele, damit. Ich weiß gar nicht, welcher Charakter ich bin. Ich glaube, ich bin der Soldat mit den kurzen Haaren, auch Mason genannt. Das müsste nicht Mason sein, oder? Ich weiß es gar nicht. Also Richthofen und Nikolai sind es nicht. Den vierten weiß ich nicht mehr. Takeo, genau, Takeo. Der bin ich aber, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, ich bin Mason. Also der Typ mit den kurzen Haaren, den hochgekrempelten Ärmeln und den grünen Armeeanzug. Ja, die Frames brechen ein. Nein! 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 Okay. Nochmal geschafft. Jetzt ging es so rum. Okay, den Spacko. Ah, genau. Ach du Scheiße. Okay. Die Treppe. Mit den schönen Mustern auf dem Boden. Ich weiß auch nicht, wer eine Treppe tapeziert hat.
Aber nicht gerade die größte Intelligenzbestie. Die Wände sehen aus wie Scheiße, aber er hat die Treppe tapeziert. Sehr schön. Blumenmuster auf einer Treppe. So. Warten wir mal auf die Spackos. Und dann. Dann vorne kommen ein paar Kriecher. Zack. Gut. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber ich kann jetzt wenigstens wieder nachladen. Wenn ich mich richtig. Wenn ich richtig höre, liegt da irgendwo was? Bin mir nicht sicher. Könnte schon sein. Oh, Mist. Ja, genau. Jetzt fehlt mir eben die gute Waffe. Also eine Wa Schusswaffe halt. Weil das ist jetzt echt Verschwendung von der Raygun-Munition. Aber ich habe halt keine andere Waffe. Esels tritt. Oh, wird erst gleich in Aktion treten. Aber. Ich glaube, ich schaffe die Runde auch so. Wenn das jetzt die drei, fünf letzten sind. Und ich nicht nochmal daneben schieße. Alter, jetzt kommt schon. Ja gut, das hat geklappt. Eselstritt habe ich gekauft. Das heißt, jetzt hole ich mir die M16. Strahlenkanone, Donnerkanone und M16. Und Teleporter ist aktiviert. Yay! Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Oh, Hund. Was, schon wieder Hunde? Entschuldigung. Ich bin immer noch etwas erkältet. Oder habe ich das überhaupt schon mal gesagt, dass ich erkältet bin? Ich glaube nicht. Zwei Schuss muss man sich immer übrig lassen. Damit man sie auch noch nachladen kann. Wegen Max Ammo. Er wird nicht ganz aufgehen, glaube ich. Verdammt, die lädt sie noch nach. Wo ist er denn? Kommt er noch? Hier ist er. Zack. Und. So. So, mit dem Rest habe ich nicht geschossen. Das heißt, das ist noch voll. Yo, yo. So. Ja, jetzt fehlen mir nur 5000 Money. Dann könnte ich auch was im Teleporter erreichen. Ich nehme die Strahlenkanone. Jetzt um noch ein paar von denen abzuknallen. Aber ich schätze mal nicht, dass ich jetzt diese Runde. Na gut, die Runde vielleicht schon auch, aber ich glaube, in der nächsten Runde ist es dann aus. Ich will jetzt nicht pessimistisch sein, aber. Ja, ich traue mir einfach nicht mehr zu momentan. Runde 16, ja, das ist ja fast der Rekord von online. Da waren zwar noch zwei Typen dabei, aber ehrlich gesagt, die waren nicht gerade die Oberpros von Oberprohausen. Von daher. Lo. Wow. Nein! Wenn die schießt die. Okay, der hätte mich jetzt beinahe gekillt. Was? Ich hatte. Der hat mich nur zweimal geschlagen. Wie hat er mich denn bitte gekillt? Ich hatte doch Juggernaut. Gut, also Runde 14 mit 20.240 Punkten, 249 Abschüssen und 17 Volltreffern. Spielestyler abgekackt. Ja, ich werde mir das. Ey, jetzt fängt er nochmal neu an. Nee, das will ich jetzt eigentlich nicht haben. Ich werde mir das DLC Resurrection kaufen, weil da die, jetzt fällt mir der Name von dem Spiel nicht ein. Wie heißt's? World at War, genau. Die World at War Zombie Maps sind da dabei. Also verrückt, Chinonuma, Nacht der Untoten und der Riese. Und Moon auch noch. Da ist zwar keine Mehrspieler-Map dabei, aber Mehrspieler zocke ich sowieso wie so gut wie gar nicht. Und es wird auch nur Zombie, Nuketown. Peinlich, okay. Es sind halt keine Online-Maps dabei, aber online wird fast nur Nuketown gezockt, von daher ist das auch ziemlich egal. Und ja, das war dieses kleine Call of Duty Special und nächste Woche eventuell dann schon mit der Map Verrückt oder der Riese, meine beiden Lieblingsmaps von den fünf, die ich dann dazu bekomme, aber naja, gut, mal schauen. Aber es wird schon wahrscheinlich kommen. Ich werde mich noch ein bisschen einspielen, Samstag und Freitag, damit ich nicht wieder so ablos wie gerade. Aber Runde 14 ist ja gar nicht mal so schlecht. Also für jemanden wie mich, der online bzw. am Spiel ist das schon in Ordnung, finde ich. Jo, dann würde ich mal sagen, haut rein, Leute, killt ein paar Zombies und.